Der Zaunerwastl erreichte auf seinem Weg zur Jagdhütte bei Tagesanbruch die Almen. Erschöpft und keuchend ließ er sich am Wegrain auf einem Baumstock nieder und drückte die Fäuste an seine arbeitende Brust, während er den sorgenvollen Blick über den steilen, stundenlangen Weg emporgleiten ließ, den er noch zurückzulegen hatte. Auf dem Almfeld sah er ein altes, gebücktes Bäuerlein in langem Sonntagsrock bergwärts steigen. »Was will der fremde Bauer da droben?« Es sieht fast aus, als ginge er den gleichen Weg da hinauf zur Jagdhütte. Die Jagdhütte. Wie sollte er vor den gnädigen Herrn Grafen hintreten? Was sagen, um den Vater, der den Sohn verloren, nicht schon mit dem ersten Wort ins Herz zu treffen? Und während er darüber nachsann, wie er seine Unglücksbotschaft einleiten könnte, vernahm er aus der fernen Höhe einen rollenden Hall. Es war das Echo eines Schusses, den Graf Ecke abgegeben hatte, und das Wild, dem der Schuss gegolten, war der abnorme Rehbock, dem zuliebe Graf Ecke am verwichenen Morgen den Abstieg nach Hubertus unterbrochen hatte. Schipper, der das seltene Wild ausgespürt und seinen Herrn auf dem glücklich geratenen Birschgang begleitet hatte, gratulierte lachend, als der Rehbock im Feuer stürzte. »Na also, da liegt er! Wünsch Glück, Herr Graf, hab ich's nicht gesagt? Sie bleiben nicht umsonst heroben. Gell, es hat sich rentiert.« In der Hand die rauchende Büchse sprang Graf Ecke auf seine Beute zu. Als er das verendete Wild erreichte und das seltene, wertvolle Gehörn in der Nähe sah, schwang er im ersten Ungestüm seiner Jägerfreude das verwitterte Filzhütel wie ein Hüterbub. Er selber nahm das Messer, um den Bock aufzubrechen. Es fehlte nicht viel, so hätte Graf Ecke seine Beute auch noch auf den Rücken genommen. Erst nach längerer Debatte gönnte er dem Jäger die Ehre, den Bock zur Jagdhütte tragen zu dürfen. »Aber ich gehe hinter dir drein, Schritt um Schritt«, sagte er, »sonst geschieht am End mit dem Quichtel wieder so eine Zauberei, wie selbigs Mal mit der Gamskrug.« Schipper, der den Rehbock auf den Rücken schwang, hielt es für das Beste, diesen Spaß zu überhören. »Du, das sage ich dir«, unterbrach er das Schweigen, »auf der Stelle, wie wir in Tütten kommen, wird das Quichtel runtergesägt und ausgesoten. Das kriegt kein anderer mehr in Tent. Das nimm ich heut selber mitnunter.« »Wollen's denn heut wirklich heim?«, fragte Schipper, über alle Anzüglichkeit in Graf Eckes Worten harmlos hinweggleitend. »S Jagdpech ist vorbei und s Glück ist wieder eingezogen. Das sollten's ausnutzen.« »Eigentlich hast du recht, aber ich muss hinunter. Ich hab's dem Buben in die Hand gelobt. Jetzt hab ich den Bock, jetzt halt ich mein Versprechen.« »Freilich, den Grafen Willi, den haben's heut gern. Da muss alles andere zurückstehen.« Eine halbe Stunde waren sie gewandert, als der Graf, er wollte sich zum Räumen der ausgebrannten Pfeife einen Zweig zurechtschneiden, den Abgang seines Messers bemerkte. »Herrgott, jetzt habe ich den Knicker am Schussplatz liegen lassen. Ich kehr gleich um. Nix da. Erst tragst du den Bock in Tütten.« Graf Ecke zwinkerte mit dem linken Aug. »Vor allem will ich mein Quichtel in Numero sicher wissen.« Schipper mochte nun doch die moralische Verpflichtung einer Abwehr fühlen. »Aber Herr Graf, der Franzl ist ja nimmer da.« Kaum hatte er das ausgesprochen, da schien er schon zu merken, dass er eine Dummheit gemacht hatte. Ein Schatten ging über Graf Eckes Gesicht und langsam nahm er die erkaltete Pfeife aus dem Mund. »Du, lass du den Franzl in Ruhe. Im ersten Zorn über andere Dinge bin ich ungerecht gegen den armen Kerl gewesen. Das ist vorbei und nicht mehr zu ändern. Aber du, lass ihn in Ruhe, du Feiner. Und jetzt, du Gauner, pass auf, jetzt sag ich dir was. Der Lump, der selbigs Mal die Krug hat mausen wollen, warst du. Ja, du. Und dass ich mir weiter aus der Sach nix mach, dafür kannst du dich bei der Krug bedanken. Die hat in Taugen gestochen. Dass ich sowas begreif, das ist die einzige Entschuldigung für dich. Und heute abnorme Bock dazu. Die Geschichte ist erledigt. In Zukunft schaue ich dir besser auf die Finger.«
Schipper zeigte das Lächeln eines Gekränkten, der keine Galle hat. »Der gnädig Herr Graf belieben, seine Spassetteln zu machen, das muss ich mir gefallen lassen, in Gottes Namen.« Das Klirren eines Bergstockes ließ ihn talwärts blicken. »Herr Graf, da kommt der Batscheider. Der kommt grad recht. Leg den Bock ab und such mir den Knicker.« Schweigend gehorchte Schipper und sprang davon. Wenige Minuten später tauchte Batscheider aus den Latschen auf. Der steile Weg hatte sein müdes, bleiches Gesicht nicht zu röten vermocht. Er zog den Hut. »Guten Morgen, Herr Graf. Ein Schuss habe ich gehört. Ah, da liegt ja der Bock. Ich gratuliere.« »Den schau dir an«, sagte Graf Ecke mit stolzem Behagen, »was der für ein Quichtel hat.« Pflichtschuldig bewunderte Batscheider das schöne Gehörn, und als ihm Graf Ecke die Jagdgeschichte mit umständlicher Genauigkeit erzählte, schien es der Jäger aus irgendeinem Grunde gern zu bemerken, dass sein Herr in guter Laune war. Sie traten den Heimweg an. Nun ging Graf Ecke voraus. Er schien um das Gehörn des Bockes, den Batscheider trug, keine Sorge mehr zu haben. Ein paar hundert Schritte waren sie gegangen, da guckte der Jäger sich vorsichtig um, und als er den Pfad hinter sich leer wusste, sagte er halblaut: »Was Neues wüsste ich, Herr Graf. Schieß los!« »Dem Franzl ist ein Posten anboten worden, mit 200 Mark mehr im Jahr, als er bei uns gehabt hat. Und wissen's wo? Bei dem Fabrikherrn drüben, der ihnen die Grenzjagd weggesteigert hat.« Graf Eckes Stirne wurde dunkelrot und seine Augen funkelten. »Der Franzl hat angenommen?« »Gott bewahr! Abgeschlagen hat er!« »Woher weißt du das?« fragte Graf Ecke verblüfft. Batscheider machte ein Gesicht, als brächte ihn diese Frage in Verlegenheit. »Jetzt muss ich ehrlich aussehen mit der Sprache. Es ist vielleicht nicht recht, dass ich mit dem Franzl noch Verkehr, seit er bei uns geschasst worden ist. Aber schauen's, Herr Graf, viele Jahre lang haben wir Freundschaft gehalten. Und erbarmt hat er mich auch, der arme Teufel. Gestern habe ich den Franzl heimgesucht. Und wie's der Zufall will, grad kommt der Brief.« Batscheider verschwieg, dass der Brief vom Grafen Tassilo war. Alles andere erzählte er, Wort für Wort, wie die Geschichte mit dem Brief im Stübchen der Hornägerin sich abgespielt hatte. »Seine Mutter hat geweint vor lauter Freude, und ich selber hab gemeint, ich müsste ihm zureden. So! Was will er denn machen? Er kann nicht privatisieren, in der Not greift einer bald nach alledem. Aber der Franzl, kasweiß ist er im Gesicht gewesen. Und dann hat er gesagt, es müsste rein ausschauen, hat er gesagt, als ob ich unserem Herrn Grafen im Zorn an Possen spielen möchte.« Es arbeitete in Graf Eckes Zügen. »Warum erzählst du mir das? Ich hab gemeint, es freut ihnen, wenn's hören, wie der Franzl noch allweit zu ihnen halt.« Graf Ecke legte die Hand auf die Schulter des Jägers. »Ja, Batscheider, ich danke dir.« Schon tauchte das Dach der Jagdhütte über einen Rasenbuckel hervor. Da mussten die beiden das breite Kiesbett eines ausgetrockneten Wildbaches durchschreiten. Graf Ecke bekam scharfe Steinchen in die Schuhe und das schmerzte ihn bei jedem Tritt. Als er ans Ufer gestiegen war, winkte er dem Jäger vorauszugehen und ließ sich nieder, um die Schuhe abzustreifen. Das Übel war behoben, aber noch immer blieb er sitzen, ließ die Arme übers Knie hängen und spähte hinunter ins ferne Tal. Kräftig zog der Wind über das sonnbeglänzte Gehänge empor und trug verschwommene Klänge aus der Tiefe herauf, das Geläut der Kirchenglocke. Die Zeit der Messe war vorüber, bis Mittag waren noch lange Stunden. Warum läutete man da drunten? Graf Ecke erhob sich. »Vorwärts und heim, ich hab's ihm versprochen.« Als er vor dem Palais Dippel anlangte, sah er rechts neben der offenen Tür den Rehbock liegen und links auf der Hausbank ein altes, gebeugtes Bäuerlein sitzen, im langen Sonntagsrock und mit vergrämtem Gesicht. Scheu blickte er nach allen Seiten, erhob sich, nahm respektvoll das Hütl ab. »Recht guten Morgen, gnädiger Herr Graf!« Misstrauisch betrachtete Graf Ecke den Bauern. »Wer bist du? Was willst du? Kommst du vielleicht wegen Wildschaden? Da kehr nur gleich wieder um.
Heuer bezahl ich keinen Knopf mehr. 13.000 Mark hab ich heuer schon geblecht. Das nimmt kein Ende mehr. Was ich an Wildschaden bezahlen soll, ist 10-mal mehr, als meine Hirsche fressen könnten, wenn jeder von ihnen 10 Meiler hätte. Ich kenn den Schwindel. Was wäre denn in dem gottverlassenen Bergwinkel euer Dorf ohne mich und meine Jagd? Meine Jagd ist ein Luxus. Gut, ich bezahle ihn teuer genug. 60.000 Mark jedes Jahr. Und wohin verschwindet der Haufen Geld?« Graf Ecke, der über diese Frage nicht aus ungerechtem Ärger, sondern aus wohlbegründeter Erfahrung sprach, hatte sich in heißen Zorn hineingeredet. Er lehnte Gewehr und Bergstock an die Hüttenwand und lüftete die Joppe. »So, red, wie viel verlangst du? Es scheint, du bist ein ehrlicher Kerl, und ich sehe dir's am Gesicht an, dass du wirklichen Schaden hast. In solchem Fall habe ich mich nie geweigert, die Tasche aufzuknöpfen. Also, wie viel?« Der Bauer schüttelte kummervoll den weißen Kopf. »Belieben, gnädiger Herr Graf, ich komm nicht wegen einem Wildschaden.« Graf Ecke sah den Alten verwundert an. »Was willst du?« Der Bauer schluckte. »Belieben, gnädiger Herr Graf, ich such mein Buben.« Schweigend trat Graf Ecke ein paar Schritte zurück und zwischen seinen Brauen erschien eine tiefe Furche. »Wer bist du?« »Wann der gnädig Herr Grafen belieben, wär ich der Mühltaler aus Bernbichl.« Im Küchenraum der Jagdhütte klapperte eine Pfanne, die zu Boden gefallen war. Über Graf Eckes Gesicht ging ein Zucken des Unbehagens, nur flüchtig. Dem Blick des Alten entging das nicht, und sein Hütel, das er zwischen den Fingern drehte, fing zu zittern an. »Der Mühltaler aus Bernbichl«, wiederholte er mit erloschener Stimme. »Der gnädig Herr Graf haben meinen Namen gewiss schon gehört?« »Nein.« »So, so. Freilich, wenn's der gnädig Herr Grafen belieben, muss man's glauben.« Langsam nickte der Bauer vor sich hin, dann hob er die umflorten Augen. »Aber einen Buben hab ich gehabt. Belieben, gnädiger Herr Graf, den haben's gewiss schon gesehen einmal, mein Buben.« »Nein.« »So, so. Aber einer von innere Jäger, nicht? Drum tät ich heut fragen, belieben gnädiger Herr Graf, ob ich nicht ein Wörtel hören kund, bloß ein einziges Wörtel.« Dem Alten kollerten 2 Zehen über die bleichen Backen. »Die ganzen Tag her such ich schon allerweil. Ist ein harter Weg gewesen da aufi. Aber ein Vater, was tut der Vater nicht alles?« Graf Ecke bewegte die Schultern unter der Joppe. »Ich werde nicht klug aus deinem Gerede. Dir ist im Gebirge ein Bub verunglückt.« »Verunglückt?« Der Bauer starrte zu Boden. »Wann der gnädig Herr Graf belieben, sagen wir heut verunglückt. Und so viel druckt's mich, dass er keine christliche Ruhestatt nicht haben soll.« »Du tust mir leid, Alter, aber ich begreife nicht, warum du zu mir kommst.« »Nur ein Wörtel. Belieben, gnädiger Herr Graf, bloß ein einziges. Von die Brevern ist er keiner gewesen. Vielleicht bin ich selber schuld dran, ich, der Vater, weil ich's ihm nicht wehren hab können, wenn er in der Nacht davon geschlichen ist, mit dem Büchsel unter der Joppen. Aber so viel Straf hat er nicht verdient, dass ihn kein christlicher Gruß und kein Vater unser nimmer findet. Drum tät ich heut recht schön bitten, nur ein einziges Wörtel, belieben, gnädiger Herr Graf, dass ich mein Buben find.« Graf Ecke begann ungeduldig zu werden, bekämpfte aber noch immer seine wachsende Erregung. »Ich will nicht hart gegen dich sein, aber du redest mir da einen Verdacht ins Gesicht, den ich mir verbitten muss. Sei vernünftig, Alter, und geh deiner Wege. Ich weiß nichts von deinem Buben.« Der Bauer griff mit seiner Zitterhand nach Graf Eckes Joppe. »Er ist mein einziger gewesen, belieben, gnädiger Herr Graf. Lass deine Hände von mir!« Da klangen Schritte auf dem nahen Steig. Graf Ecke sah den Zaunerwastl auf die Hütte zukommen und fand in diesem unerwarteten Besuch eine willkommene Ausrede. »Ich will meine Leute beauftragen, dass sie Nachfrag halten. Jetzt muss ich dich fortschicken. Da kommt einer, mit dem ich wichtige Dinge zu besprechen habe.« Er wandte sich von dem Alten ab, der noch immer die Hand streckte, einen flehenden Blick in den heißen Augen.
Grüß dich Gott, Wastl, rief Graf Ecke ein bisschen unsicher. Gut, dass du endlich kommst. Nur gleich herein in die Stube. Da sah er den Ausdruck ratloser Angst in Meister Zauners Gesicht. Er stutzte und eine Frage schien ihm auf der Zunge zu liegen, aber mit unbehaglichem Blick streifte er den alten Bauer, schüttelte den Kopf und trat in die Hütte. Auf dem Herd der Küchenstube, neben dem flackernden Feuer, saß Bad Scheider, regungslos, die Fäuste auf den Knien. Er hörte den Grafen in die Stube treten und hörte einen anderen kommen, der an der Hüttenschwelle den Kot von seinen Schuhen stieß. Dann klang aus der Herrenstube die laute Stimme des Grafen und ein Gestammel des anderen. Graf Eckes Stimme dämpfte sich, verstummte und nur noch ein Gemurmel des anderen war zu vernehmen. In der Stube schienen Dinge verhandelt zu werden, die jedes fremde Ohr zu scheuen hatten. Jetzt klang aus der Herrenstube ein röchelnder Schrei, das Gepolter eines fallenden Sessels und ein dumpfer Schlag, als wäre ein Mensch zu Boden gefallen. Erschrocken sprang der Jäger auf die Tür zu. Er hatte sie noch nicht erreicht, als sie von innen aufgerissen wurde und Graf Ecke mit verzerrtem Gesicht und verstörten Augen über die Schwelle taumelte. Wie ein Erstickender atmend, streckte er die Arme nach freier Luft. Doch beim ersten Schritt, den er über die Hüttenschwelle tat, stand er wie gelähmt und stierte den Bauer an, der sich zitternd von der Hausbank erhob. »Ein einziges Wörtel, belieben, gnädiger Herr Graf. Schauen Sie mich an, wie ich dastehe, ein Vater, der seinen Buben sucht.« Graf Ecke machte mit der Hand eine sinnlose Bewegung. Tief gebeugt, wie unter drückender Last, wankte er in die Hütte zurück. »Herr Graf«, stotterte Bad Scheider, »um Gottes Willen, was haben's denn?« Ohne zu antworten, trat Graf Ecke in die Stube und drückte hinter sich die Türe zu. Im Ofenwinkel stand der Zaunerwastl, kreidebleich. Er wagte sich nicht zu rühren, als Graf Ecke auf die Holzbank fiel, die Arme über den Tisch warf und das Gesicht vergrub. Dann griff er an seine Stirn. Er hob sich mühsam, riss den Hemdkragen auf und machte einen Gang durch die Stube. Vor dem Zauner blieb er stehen und sagte mit zerdrückter Stimme, »Es war gut, so wie du es gemacht hast. Dich trifft keine Schuld. Du bist ein treuer Kerl und hängst an mir. Jetzt geh. Ich bleibe, bis sie mich holen. Lang wird's nicht dauern. Was stehst du noch? Geh!« Dieses letzte Wort klang hart und scharf. »Bad Scheider«, schrie Graf Ecke wie ein Irrsinniger, und seine Hände schlossen sich zu zuckenden Fäusten. Der Jäger kam. »Schaff mir den Menschen fort!« »Den da draußen«, keuchte Graf Ecke, »seine Nähe bringt mich um.« Bad Scheider nickte und ging. Vor der Hüttentür fand er den Bauer auf der Bank, zwischen den Knien einen kurzen Stecken, den die Zitterhände umklammert hielten. »Mühltaler«, dem Jäger versagte die Stimme, »mit dem Herrn Grafen ist jetzt kein Reden nicht. Sind's gescheit und marschieren's davon, in Gottes Namen.« Der Alte schüttelte den Kopf. Bad Scheider spähte gegen das Stubenfenster, fasste den Arm des Bauern und zischelte, »Bloß übers Eck, Umme, legen's ihnen in die Latschen eine, dass ihnen keiner sieht. Nachher komm ich und sag ihnen was.« Rasch, wie um der Antwort des Bauern zu entrinnen, sprang er in die Hütte und blieb vor dem versinkenden Herdfeuer stehen. Nach einer Weile hörte er schwere Schritte, die sich entfernten. Bad Scheider trat in die Stube. »Jetzt ist er fort.« Graf Ecke atmete auf. Mit steinernem Gesicht, wie ein Schlafwandler, ging er in der Stube umher, drückte den Hut über das zerwühlte Haar und suchte die Büchse. Sie stand noch vor der Hütte draußen und Bad Scheider brachte sie ihm. Mechanisch, wie vor jedem Pirschgang, öffnete Graf Ecke den Doppellauf der Waffe, um nachzusehen, ob sie richtig geladen wäre. Er nickte und taumelte aus der Stube. »Wohin, Herr Graf?« fragte der Jäger in Unruhe. »Heim!« Es zuckte um Graf Eckes Mund wie das Lächeln eines Verrückten. »Ich hab's ihm versprochen. Das muss ich halten.«
Bad Scheider blieb unter der Türe stehen, bis er seinen Herrn im Latschenfeld verschwinden sah. Dann trug er den Rehbock in die Küche, löschte auf dem Herd das Feuer und sprang davon. Zwischen dichten Latschen blieb er stehen und räusperte sich. Langsam schob der Bauer sich aus den Stauden heraus. Bad Scheider mied den Blick des Alten. »Mühltaler, ich muss ihn alles sagen. A Vater, der barmt am Allweil. Aber nicht verraten dürfen's mich. Machen's meine Familie nicht unglücklich.« Der Bauer nahm den Hut ab. »Jetzt weiß ich alles. Herr Gott, gib ihm die ewige Ruhe.« Er bekreuzigte sich und nach einer Weile fragte er, »Hat's denn sein müssen?« »Er hat angelegt auf mich. Man hat seinen Dienst und hat Weib und Kinder. Da denkt halt jeder zuerst an die eigene Haut.« Der Bauer nickte. »Allwei, hab ich's ihm gesagt, und er hat nicht hören mögen. Jetzt muss er büßen, und der Vater mit.« »Ja, Mühltaler«, wieder standen sie eine Weile schweigend voreinander, »wo liegt er denn?« »Nicht weit von der Grenz. Hilfst mir, ihn umgetragen?« Bad Scheider zögerte mit der Antwort. »Ein hart Stückel für uns zwei, der Vater und ich der Jäger. Und gut zum Anschein wird er auch nimmer sein, aber in Gottes Namen, dass er sein christliches Begräbnis kriegt.« Eine Strecke waren sie schon gegangen, als der Alte vor sich hinmurmelte. »Nicht ein einziges Wörtel hat er mir gesagt, der gnädige Herr Graf. Weil er nichts weiß davon. Ich hab keine Meldung gemacht.« »So, keine Meldung. Bist der richtige Jäger, der auf seinem Herrn nichts sitzen lässt.« Bad Scheider zog den Bauern in den Schatten eines Latschenbusches. »Da drunt geht er grad über die Lichtung. Wenn er umschaut, muss er mich sehen. Und wenn er mich sieht, bin ich um meinen Dienst.« Die Sorge des Jägers war unbegründet. Graf Ecke ging seiner Wege, ohne sich umzusehen. Als er den Saum der Almen erreichte, setzte er sich zu Füßen einer Felswand auf das raue Geröll. Hier musste er sie von Weitem gewahren, wenn sie kamen, um ihn heimzuholen.